Entwicklung der E-Bikes ist im Grunde, eigentlich aus meiner Sicht, die war schon lange, lange überfällig. Ich fand schon damals ältere Leute E-Bikes schon irgendwie toll und war damit im Gelände gewesen und dachte mir, davon müsste es irgendwie Mountainbikes geben. Die gibt es heute. Ich finde einfach eine total tolle Entwicklung, die vor allem auch vielen Leuten auch zugute kommt, die vielleicht gar nicht mal unbedingt die Fitness haben, weil gerade hier auch im Schwarzwald ist es gar nicht so einfach, hier hochzukommen, den Berg. Und da ist es genauso diese Dosis, die man sich dazu schalten kann, jemand, je nachdem, wie man sie braucht. Also Wahnsinns Motivationsfaktor. Und für mich ist es so ein bisschen wie so ein Sparschalter auch. Ja. Also ist eine gute Entwicklung und die wird auch definitiv weitergehen. Ja, die Frage, ob man mit E-Bike sportlich fahren kann, auf jeden Fall. Weil du hast die Möglichkeit, genau deinen Unterstützungsmodus dir einzustellen. Also manchmal habe ich Tage, da habe ich zwar Lust, Rad zu fahren, aber nicht wirklich. Und dann fahre ich natürlich los mit relativ viel Unterstützung. Und wenn ich dann schön warm bin, dann kann ich dann mit sukzessiv zurückgehen und komme dann viel mehr in den Trainingsbereich rein. Also, oder ich wähle mir halt Strecken aus mit einer Topografie, die einfach so anstrengend sind, dass ich so oder so also trainieren muss und trainieren kann damit auch. Also, du kommst nach Hause und du bist manchmal, also ich bin richtig kaputt vom Training, also von daher, ja, man kann damit richtig gut trainieren und zwar genau so, wie du es eigentlich haben möchtest. Ein E-Bike fordert dich insofern hinaus oder heraus vielmehr, was du fahren möchtest. Also du kannst einige Strecken zum Beispiel mit einem normalen Bike gar nicht mehr fahren, da kommst du gar nicht mehr hoch. Die gehen auch nur mit dem E-Bike. Was mit dem E-Bike natürlich auch einfach toll ist, wenn du in der Gruppe unterwegs bist. Ich habe immer so eine Regel bei mir, die ersten zwei in der Gruppe dürfen nicht maximal Unterstützung fahren, also kein Boost, damit die anderen die Chance haben, mit dem Boost dran zu bleiben. Weil wenn die ersten auch einen Boost fahren, dann ist dieser ganze Vorteil, den so ein E-Bike eigentlich wieder hat, wieder weg. Also von daher hast du gerade auch in der Gruppe gute Möglichkeiten, mit dem E-Bike zusammen zu fahren und alle irgendwie so plus minus die gleiche Belastung. Weil oft hast du, der eine ist irgendwie vorne unterfordert und der hinten, der geht die Luft aus. Also von daher ist es eigentlich schon gerade so für eine Gruppe auch eine gute Möglichkeit, zusammen zu bleiben und jeder auf seinem Limit und seinem Level die Trainingseffizienz zu haben. Also meine erste E-Bike-Tour, die war eigentlich nicht so richtig erlaubt, weil ich hatte mir ein Tourenrad ausgeliehen, ein Kalkoff, weiß ich noch genau, einen nagelneuen Fahrradladen. Und ich glaube, der Fahrradhändler dachte, ich will nur auf der Straße mal hin und her fahren. Und ich war dann verschwunden für eine Stunde und natürlich im Wald. Es kam schmutzig auch zurück. Ich hatte einen riesen Spaß gehabt und natürlich anschließend Mordsdiskussion. Und da habe ich schon gedacht, dass das irgendwie diese Teile im Wald, also im Gelände, so mit Full Suspension und so weiter, also Federung vorne und hinten und so weiter, das wäre genau das Richtige. Und von daher ist es für mich gerade noch rechtzeitig gekommen. Also ich habe da den vollen Spaß mit und ich denke mal viele andere auch. Und ich denke auch viele, die im Moment noch sehr konträr zum E-Bike eingestellt sind, die werden sich irgendwann mal so im Nachhinein, glaube ich, schämen über ihre Aussagen, weil da sind teilweise wirklich Aussagen, die da kommen von Leuten, die auch noch nie so ein Rad gefahren sind. Also finde ich teilweise auch mal sehr merkwürdig, ein Urteil zu erlauben, wo du nicht mal weißt, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Die meisten denken immer noch, ich habe das in Amerika erlebt, die hatten uns bei unserem E-Bike-Rennen in die Rennstrecke reingespuckt. Sie sagten, wir sind Cheater, also Schummler. Die denken immer, es ist irgendwie so ein Gasgriff, aber es ist kein Gasgriff, es ist ein Pedelec. Also es unterstützt ja eigentlich nur. Und auch bei den Speedbikes, die 45 km/h fahren, die fahren auch 45 nur, wenn du die auch treten kannst. Da kommt nicht jeder hin. Also das heißt nicht gleich 45 auf 45 km/h zu fahren. Also ja, von daher ist für viele da auch noch ein Lernprozess notwendig und drin und noch viel Luft nach oben.